Ja, liebe Zuschauer, ich sehe etwas, was Sie nicht sehen. Nämlich etwas, das hat Leistung und Stabilität nach Standards, ja, nach militärischen Standards. Und das ist was richtig Hochwertiges. Also das müssen Sie einmal erlebt haben, wenn Sie so auf Naturbeobachtungen stehen oder allgemein Outdoor-Aktivitäten, dann dürfte Sie das jetzt begeistern, oder? Ja, es ist ein Fernglas der Extraklassen. Anne-Kathrin hat es gesagt, militärische Standard. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Marine-Standard. Also das ist das Allerhöchste, was geht. Es ist ein Fernglas der Superlative, ein absolut professionelles Gerät. Mit einer Vergrößerung siebenfach, mit einer 91-prozentigen Transmission, also Lichtdurchlässigkeit. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den ganzen Eckdaten. Einem Sichtfeld auf 1000 Meter von 131 Metern. Das sind auf den ersten Blick schon mal die außergewöhnlichen Daten hier. Das Ganze hier, und das sehen wir auch, mit wirklich mit Linsen, mit mehrschichtiger Verarbeitung, dann haben wir hier, das Ganze ist mit Stickstoff gefüllt, sodass die Linse niemals anlaufen kann. Und somit hast du hier ein Sichtfeld und ein Seherlebnis, das ist sensationell. Und wenn du es jetzt mal raus nimmst und durchschaust, und das machen wir beide mal, können Sie jetzt leider nicht sehen, dann sehen wir auch eine Skalierung. Und wenn du damit bewandert bist, kannst du durch diese Skalierung Entfernungen feststellen und auch Größen, also von Objekten, die du jetzt hier irgendwo siehst. Ein Dioptrienausgleich von plus 5 bis zu minus 5, also für jeden wirklich das Richtige. Und warum das zum Militärstandard ist, weil es wirklich alle Navigationsmöglichkeiten auch offen lässt. Wir haben hier ein Display, ein OLED-Display, ein sehr übersichtliches. Und wenn ich das mal einschalte, das geht relativ einfach, dann sehen wir, ich hoffe, wir sehen das einigermaßen, verschiedene Werte, zum Beispiel, Achtung, fangen wir mal hier an, Barometer. Ja, hier, wir sind gerade heute im Hochdruckgebiet, das sehen wir. Wir sehen ein Altimeter, das heißt, wir befinden uns hier in Buggingen, 225 Meter über der Erde. Und wir sehen ein Thermometer, also hier bei uns heute im Studio, sehr, sehr warm mit 28 Grad. So, und was wir hier sehen, das ist was ganz Spezielles. Das kennen eigentlich nur Seefahrer und auch Piloten, weil das ist die Anzeige von Roll-, Nick- und Gierwinkel. Und diese drei Angaben braucht man zur Orientierung von Elementen, also von Fahrzeugen in drei Dimensionen. Mhm. Also als Autofahrer bewegst du dich immer in zwei Dimensionen. Ja. Du kannst links, rechts und hoch und vor, zurück. Ja. Ja, aber als Pilot oder als Kapitän gilt es ja auch, die dritte Dimension zu beachten, das heißt hoch, runter. Aha. Auf dem Wasser ein bisschen langsamer, ja, beim Fliegen ein bisschen schneller. Und die Fachleute werden das zu schätzen wissen. Alles hier angezeigt. Es hat eine siebenfache Vergrößerung. Es ist wirklich ein professionelles Fernglas. Und ich bin vorhin extra mal raus und habe mal rausgeschaut. Es ist gigantisch. Muss ich jetzt wirklich sagen, auch ich in meinem laienhaften Wissen über Ferngläser, und ich war noch nie Kapitän und ich werde auch wahrscheinlich nie Pilot werden. Aber die Faszination, hier durchzuschauen, durch so ein solches professionelles Gerät, da muss ich sagen, die hat mich sofort erwischt. Und wenn ich die Daten lese, also ich muss ehrlich sagen, mit Roll-, Nick- und Gierwinkel kann ich gar nicht so viel anfangen, aber das ist eben die Bewegung von Geräten, von Fahrzeugen, also Schiffen oder Flugzeugen in der dritten Dimension. Aber ich denke, jemand, der navigieren gelernt hat, und das müssen Kapitäne und Flug- und auch Piloten, die wissen genau, was sie damit anzeigen. Aber schon allein die Skalierung, dass wenn ich jetzt mal was beobachte in von mir aus 1000 Metern Entfernung, dass ich dann durch diese Skalierung auch die Größe und die Entfernung genau feststellen kann. Und dann absolut anlauffrei natürlich durch diese Gasfüllung hier drin, dann diese wirklich spektakulären Linsen. Man sieht es und man spürt es sofort, wenn man dieses Gerät, dieses Fernglas in der Hand hat. Es ist der absolute Hammer. Und es ist hochwertig, es ist wirklich durchdacht von vorne bis hinten, wasserdicht, also IPX7. Das heißt, hier kann ich wirklich auf stürmischer See beim Bootfahren, sage ich jetzt, oder beim Schiff natürlich mit diesem Fernglas arbeiten. Das ist ein Profigerät, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt mal Nicht-Kapitäne oder Nicht-Seemänner und auch Nicht-Piloten gerne mal ein Fernglas hätten, das normalerweise wirklich nur im Militär-Profibereich verwendet wird. Das schwimmt übrigens auch noch, also es ist auch schwimmfähig, wenn ich jetzt wirklich mal
auch mit irgendwo im Schiff, mit dem Schiff oder mit einem kleineren Boot unterwegs bin, das würde ins Wasser fallen. Es passiert ihm nichts und es schwimmt auch noch. Ein Gewicht von knapp 1 Kilo, dadurch auch die Handhabung relativ einfach. Natürlich Schutz für Okulare und für Linsen, das ist obligatorisch. Die kann ich auch nicht verlieren. Guck mal, die sind schön festgemacht. Mhm. Nachher mache ich sie einfach wieder drauf. Eine Schutztasche haben wir. Die hat natürlich auch noch einen Schultergurt dabei. Also wirklich alles, was ich brauche. Aber diese Anzeigen, das habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich an einem Fernglas noch nie gesehen. Also hier eben jederzeit auch Höhenmessgerät. Und ich habe vorhin mal geschaut, weil ich kontrolliere ja gerne immer Angaben, wenn sie kommen. Also Sie haben gerade gesehen, auch eine Autoabschaltung. Ja? Also das ist natürlich, Moment, ich muss es umdrehen. Das ist ja falsch rum. So, ist für mich eigentlich, jetzt sehen Sie es. Und jetzt schauen Sie mal, wie einfach das ist. Ein Barometer, wir sehen den Luftdruck hier. Wir sehen die Höhe, wo wir uns befinden. 224 Meter über dem Meeresspiegel natürlich. Und die Temperatur, es wird immer wärmer bei uns im Studio. Wir müssen da irgendwas tun. Und hier eben diese Winkel, die gezeigt werden. Also es ist ein Fernglas, das in jeder Hinsicht begeistert. Und also die Sichtstärke hat mich vorhin beeindruckt. Ich bin draußen gestanden bei uns vorm Studio und wir haben ja Gott sei Dank nicht arg bebaut hier in dieser Ecke des Industriegebiets. Und da kann man richtig weit schauen. Und ich war überrascht, wie klar diese Bilder kommen, wie hell diese Bilder erzeugt werden hier. Und natürlich haben wir hier auch sofort ein integrierendes Sichtfeld. Das heißt, du hast, man kennt das vielleicht von so billigen Ferngläsern, diese Doppelsichtigkeit, die hast du hier absolut nicht. Stimmt, ja. Hier hast du sofort ein Sichtbild und dann diese Skalierung sofort drin, wenn man was damit anfangen kann, ist das hervorragend, um Größe und Entfernung einzuschätzen und wenn nicht, stört es einen auch überhaupt nicht, weil das ist ganz, ganz klein und unscheinbar. Aber ich bin da, also von diesem Fernglas, jetzt, ich habe schon einige so an den Augen gehabt, bin ich absolut... Hast du es an den Augen, ja? Habe ja. ich auch manchmal. Nee, einige Ferngläser an den Augen gehabt, aber das hier, ja. das ist im ersten Moment, habe ich aufgesagt und gedacht, wow, ist das stimmt, ein Hammer. Ja. Da merkt ja. man diese Profi-Ausstattung, diese Profi-Qualität und ich muss sagen, jetzt ich kenne mich im Preisgefüge nicht aus, aber ich habe vorhin mal geschaut, also ein ähnlich ausgestattetes Fernglas nach hier wirklich nach Militärstandard kostet um die 500 Euro. Wow. Und da sieht man mal, wie gut unser Preis-Leistungs-Verhältnis hier wieder ist. Ja, 161,41 Euro. Ein absolutes qualitativ hochwertiges Fernglas. Mensch, aber heute habe ich es aber auch mit der Sprache. Da bleiben einfach keine Wünsche mehr offen. Ja? Also das macht das Fernglas erstmal schwimmfähig durch die Füllung mit Stickstoff. Dann haben wir natürlich auf dem Display die verschiedenen Anzeigen wie aktuelle Höhe, Luftdruck, Temperatur, Roll-, Nick- und Gierwinkel. Dann die 7-fach Vergrößerung. Was will man mehr? Das ist wirklich ein Fernglas, da bleiben einfach keine Wünsche mehr offen. Und dann auch noch für den Preis, das ist ganz neu bei uns hier im Sortiment. Also wenn Sie jetzt zuschlagen, sind Sie dann einer der Ersten, der dieses Fernglas in der Hand hält. So, das hast du alles fast richtig gesagt mit den technischen Daten. Stickstofffüllung ist richtig, hat aber nichts mit dem Schwimmen zu tun, sondern Stickstofffüllung ist, damit die Linsen in keinster Weise anlaufen, dass du immer klare Sicht hast, auch bei schlechtestem Wetter, auch bei Temperaturunterschieden. Mhm. Ja, und nur die Bauweise sorgt dafür, dass es jetzt auch schwimmfähig ist und dementsprechend natürlich auch absolut wasserdicht. Es ist ein Fernglas, das vom ersten Moment an begeistert. Wenn Sie jetzt fragen, was ist das? Das war nämlich meine erste Frage. Natürlich haben wir hier dieses OLED-Display batteriebetrieben, also die Elektronik, die hier drin ist. Und das ist hier nochmal extra wassergeschützt, das Batteriefach, das ich hier ganz einfach rausdrehen kann. Und wenn die Batterie irgendwann mal leer sein sollte, einfach eine neue Batterie rein. Aber man nimmt dieses Fernglas in die Hand und ist begeistert. Und wenn man dann noch die technischen Optionen sieht, die hier sind. Und jetzt haben Sie es gesehen, das geht sofort wieder auf Standby. Wenn ich mal ein paar Sekunden nichts mehr mache, schaltet sich es wieder aus. Brauche ich also nicht dran zu denken. Die Batterie wird also geschont. Es ist ein Fernglas, das mich absolut begeistert. Und wenn Sie Naturliebhaber sind, auch nicht nur auf dem Wasser, dann wird es Ihnen mit Sicherheit genauso gehen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Da siehst du ja hinten, da kannst du ja kilometerweit noch schauen. Ja. Also, liebe Zuschauer, das müssen Sie einmal ausprobiert haben. Für diesen Preis, das ist ein Gerät der Spitze.
Spitzenklasse, der Superlative. Holen Sie sich dieses Fernglas jetzt nach Hause mit der NX7518 und der 569. Probieren Sie es aus. Seien Sie einer der Ersten, der dieses tolle Fernglas in den Händen hält. Also wirklich, das können wir Ihnen nur... Also man kann das ja immer so schwer beschreiben, ne? Weil man es nur nicht in der Hand hat. Aber probieren Sie es selbst mal aus. Viel Spaß damit. Ja.